Ja, guten Morgen zusammen. Ich verbringe gerade mit vielen Freunden ein schönes Jagdwochenende hier im Revier. Hat gestern Abend schon begonnen, da sind die Leute alle gekommen. Hat mich sehr gefreut, einen sehr gemütlichen Abend miteinander zu verbringen. Ich bin jetzt mit dem Benni, der hinter der Kamera ist, im Revier, habe alle anderen angestellt, zusammen mit dem Manuel angesetzt. Die ersten haben auch schon gut Anblick gehabt bis jetzt. Mal gucken, was heute Morgen noch so geht. Und genau das möchte ich jetzt auch tun. Allerdings nicht vom Sitz aus, sondern auf der Pirsch. Deswegen werden wir uns jetzt fertig machen und dann einfach mal eine Runde pirschen gehen. Spannende Ecke hier. Zu der Jahreszeit jetzt auch zwischen den Maisfeldern natürlich, sind die Wiesen natürlich besonders anziehend. Das Rehwild steht im Mais, im Offenland und äst auf den Wiesenflächen und das ist unser Ziel, dass wir vielleicht jetzt hier ein Böckchen sehen. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, das letzte Pirschvideo mit dem Benni letztes Jahr, da konnten wir nicht weit von hier auch einen Rehbock schießen. Und da habe ich auch schon gesagt, hier ist es mir schon auch wichtig, auch Rehwild zu kriegen. Weil jetzt ist gerade zwar Totenstille um 5 Uhr morgens hier auf der Straße, aber hier liegt doch auch hin und wieder mal einfach ein Reh natürlich auf der Straße und das haben wir lieber in der Feldmaierkühlung. Ein schöner Morgen war das. Und nach dem Ansetzen der Gäste konnte ich mich nun auch selbst auf einer Pirsch etwas entspannen. Bald schon hatten Benni und ich den ersten Anblick. In diesem Fall jedoch vorne weiblich und hinten zu weit. Weiter ging es also auf der Suche nach einem passenden Rehbock. Feldhasen waren reichlich vorhanden. Dieser hier sollte nicht der letzte sein, den wir heute sehen sollten. Eine verheißungsvolle Wiesenzunge am Rande eines Maisschlags brachte weiteren Anblick auf weibliches Rehwild. Auch ein Rehbock war dabei, der sich einzig und allein durch seinen Kopfschmuck verriet. Anstatt ihn selbst anzugehen, kam mir eine Idee. Ja, der Christoph, ein guter Kumpel von mir, der sitzt nicht weit von hier, hat bisher weibliches Rehwild einen Anblick gehabt und Hasen. Und jetzt habe ich mir gedacht, komm, das Schönste ist es doch immer, wenn man Freunde hier irgendwie zu Gast hat oder zusammen mit Freunden jagt, wenn ja, die Freunde eventuell die Möglichkeit bekommen, was zu schießen. Da freue ich mich mindestens genauso, wird vielen von euch genauso gehen. Und jetzt kommt der Christoph her und wir versuchen es tatsächlich jetzt effektiv zu dritt, weil der Benni ist ja auch dabei. Vielleicht klappt es, ich würde mich saumäßig freuen. Und jetzt warten wir noch kurz auf den Christoph und dann probieren wir es, wie gesagt. Und Benni, klappt das? Freilich, sagt er. Also wir gehen jetzt gleich, das ist der Versuch, an der Maiskante entlang bis zu den Misthaufen. Und da dahinter sind dann die Rehe. Wie gesagt, zwei weibliche und einen Bock, sofern ich es jetzt beurteilen konnte. Und das wäre natürlich eine Sache. Hast du weibliches gesehen, oder? Ja, wir haben eine Geiß stand ganz oben links in der Ecke, ja, und hinter dem Mais stand ein Rehbock noch. Ja, nix. Aber sehr weit, sehr weit. Also pass auf, der Rehbock liegt hinter dem Misthaufen, noch ungefähr 70, 80 Meter hinter dem Misthaufen. Und wir versuchen jetzt hier den Weg rein, gehen an der Maiskante entlang, der Wind steht gut und dann gehen wir in der Deckung vom Misthaufen, rechts am Misthaufen vorbei und versuchen, dass du ihn über den Pirschstock kriegst. Also gerade lag er noch da, an der Getreidewiesenkante. Schon mal einfach. Thank you.
An besagten Misthaufen offenbarte sich nun ein Problem, das aus circa 15 Zentimetern bestand. Denn der Christoph ist zwar groß im Herzen, aber nicht so groß wie der Misthaufen. Und so fehlte für einen vernünftigen Schuss über den Misthaufen hinweg in etwa die Höhe meines Hutes. Plan B musste also her, und hier wurde nun fleißig überlegt, bis nach mehrmaligem Hin und Her die passende Lösung gefunden sein sollte. Ein ganzer Maisschlag musste hierfür umschlagen werden, um bei passendem Wind den Rehbock entlang des vor uns liegenden Feldgehölzes angehen zu können. Das sollte eine ziemlich knappe Angelegenheit werden, denn in Schussposition konnte man erst wenige Meter vor dem Rehbock gelangen. Auf der anderen Seite des Maisschlags angekommen, staunte Benny nicht schlecht. Ungläubig zog er seine Schuhe aus, um auf den letzten Metern vor dem Rehbock nicht durch knackenden Schotter unter den harten Sohlen auf sich aufmerksam zu machen. Was man nicht alles tut als Kameramann. Die restlichen Meter wurden sehr spannend. Viel Spaß beim Zuschauen. Ist der aufgestanden? Weidmanns Heil, Christoph. Christoph, wie oft haben wir schon probiert zusammen, seitdem wir uns kennen, ne? Es hat nie funktioniert. Und ihr seid mit dabei, bei dem ersten Mal, wo es klappt, das ist echt der Wahnsinn. Und eine tolle Kulisse halt, weißt du, hier so schön draußen, ganz ruhig. Ja, aber war jetzt so besser. Ja, ja. Haben wir gut gemacht. Ja. Das war echt stark. Jetzt holen wir uns aber erst die Schuhe wieder. ohne Schuhe hast du keine Chance. Wahnsinn. Ach, Christoph. Ja, schon knallrunde, ich hab's gelegt. Ach Gott, ein Traum. Also Schuhe an und Bock bergen. Ach, ist das herrlich. Schießt, oder? Schießt. Die Waffe, schießt. Ich danke. Schön, dass du da bist. Freut mich. Sind wir mal erfolgreich gewesen. Und dann kam die Geiß und ich so, ja, jetzt schauen wir halt mal durch. Und denk so, oh, waren so ungefähr 100 Meter. Und denk so, oh, eins absehen, puh. Irgendwie noch fertig gemacht. Rechts rum. Da, da oben geht wieder dieser Bock, der da ganz oben, siehst du den Hintermeiß noch? Ja. Da steht er. Hinter dem rechten Schlag. An der Kühlung wartete der Rest der Bande schon gespannt auf den Erleger und seine Beute. Im Hängen wurde dann sauber aufgebrochen
das Geschoss steckte noch im Bock. Sowas hatte ich bisher bei Rehwild auch nur selten erlebt. Aber wie dem auch sei, der Bock lag im Knall, wunderbares Wildbret und eine tolle gemeinsame Erinnerung blieben. Ein toller und spannender Morgen ging zu Ende. 22. Ja, was für eine spannende Pirsch. Zu dritt auch noch auf diesen Rehbock. Der Benni, der Christoph und ich, am Ende nur noch Benni und Christoph. Ich habe mich irgendwann auf den Weg gesetzt und habe dann mit dem Handy, wie ihr es gerade seht, so ein bisschen gefilmt, wie die beiden da standen. Also super spannend. Und ja, jetzt geht es dann frühstücken. Ich bin sehr glücklich tatsächlich, dass dieser Rehbock dann auch geschossen wurde. Ja, die verkehrsunfallträchtige Zeit. Ich habe es mal, ich glaube, im ersten Video mit dir, Benni, habe ich es gesagt, da stand der Mais auch schon so hoch, die geht jetzt erst richtig los. Und dieser Rehbock lag zwar jetzt ungefähr 150 Meter oder so neben dieser schnell befahrenen Straße, aber er liegt halt auch sehr, sehr gerne im Mais direkt an der Straße, geht über die Straße und deshalb habe ich ihn lieber hinter mir, als, ja, als dass ich ihn dann auf der Straße, von der Straße holen muss. Ja, der Tag liegt noch vor uns. Wir werden dann hier nachmittags wieder aufschlagen und ein bisschen Wildfleisch grillen. Ich freue mich, jetzt geht's aber erstmal frühstücken und dann sehen wir uns gleich wieder zurück. Das restliche Wochenende war geprägt von gemütlichem Beisammensein, tollen Gesprächen, einem sehr engagierten Schützenverein hier im Ort zum Ausschießen einer Schützenscheibe, leckerem Wild vom Grill und interessanten Fachvorträgen. Danke an alle, die da waren. Es war mir ein Fest. Bis zum nächsten Mal.